Hi Leute, heute mache ich mal wieder eine kleine Wandertour. Ich bin auf dem Stegskopf, dem zweithöchsten Berg im Westerwald. Das ist ein stillgelegter Truppenübungsplatz. Es ist ein sehr weitläufiges Gelände hier und das wollte ich mir mal anschauen. Ja, wunderschöne Landschaft hier. Sehr ruhig, nicht allzu sehr von Menschen überlaufen. Eben sind mir mal ein Jogger und zwei Fahrradfahrer entgegengekommen und jetzt gerade auch mal ein Auto, muss ich zugeben. Aber ansonsten alles sehr ruhig und friedlich hier. Die Grillen zirpen und da oben sehe ich sowas wie einen Bunker. Ich glaube, dem werde ich gleich mal einen Besuch abstatten. Zwischendurch mal so ein Plumpsklo-Häuschen hier, mitten im Wald. Ja, ich habe auch im Moment keinen Plan, wo ich hierher laufe. Ich habe auch kein GPS oder sowas dabei. Ich laufe einfach mal der Nase nach. Aber hier gibt es schon einiges Interessantes zu finden. Ich nehme an, das war mal so ein Wachhäuschen oder sowas. Und hier unten das sieht aus wie eine Grillhütte oder sowas in die Richtung. Okay, hier ist ein dickes Schloss vor. Ja, hier sehen wir tatsächlich noch ein paar, ich würde es als Übungshütte oder einfach nur Hütte schon zum Verschanzen bezeichnen. Ja, hier hat man dann damals Krieg gespielt. Angeblich soll ja hier mal ein Wolf gesichtet worden sein. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass hier mal der ein oder andere Wolf durchkommt. Sieben, acht Fahrradfahrer je begegnet. Hier kann man wunderschön bis in die Eifel schauen und noch weiter. Ja, das ist alles sehr weitläufig hier. Das habe ich so nicht erwartet. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Ja, und hier scheint es dann noch so ein kleines Übungsstädtchen zu geben. Sogar mit Straßennamen, Ringstraße. Ich muss sagen, ich finde das ganz cool.
Hat so ein bisschen was von einer alten Westernstadt. Kirchweg. Ah, sogar eine Kirche gibt es hier. Auch nicht schlecht. Natürlich alles leer. Sehr schön. Das Häuschen hat man sogar extra noch einen Keller eingerichtet. Aber außer Dreck ist hier nichts. Ja, das Häuschen hier hat auch einen Keller, aber das spare ich mir jetzt mal. Auf jeden Fall nettes kleines Städtchen hier, Dörfchen. Ja, hier habe ich noch was Schönes entdeckt. Auch schön getarnt. Schauen wir uns das doch mal von innen an. Hier hat man dann rausgefeuert. Ja Leute, ich hoffe, euch hat mein kleines Video vom Stegskopf gefallen. Und ja, ich habe noch längst nicht alles gesehen hier. Ich werde garantiert noch mal wiederkommen. Was ihr hier hinter mir seht, das ist die Panzerstraße, die zur stillgelegten oder verlassenen Kaserne auf dem Stegskopf führt. Die werde ich euch heute aber nicht mehr zeigen, denn da war ich schon mal. Und das Video, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal und Daumen nach oben, wisst ihr ja. Ciao.